Herzlich willkommen zu einem neuen Double Raid Video. Und wir aktivieren gleich mal die Plünderer. Und dann fahren wir gleich mal auf die Karte. Ist ein bisschen her, als wir das letzte Mal ein Double Raid am Start hatten. Deswegen habe ich mir gedacht, es passt heute mal wieder auch von den Raids allgemein her. Die muss man ja auch irgendwie organisieren. Da habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal heute einen schönen Double Raid mal wieder. Auch mit Stimme. Und ja, dann wollen wir mal sehen, was uns die Basen so hergeben. So, wir haben einmal, zwei Player-Basen. Einmal Player 90-48 und einmal Player 64-59. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den Player 90-48, der mich heute angegriffen hatte. Ihr seht hier meine Angriffszeit, 7 Tage, 10 Stunden, 11 Minuten, 8 Sekunden und 2 Totenköpfe. Das Ganze wird dann auf wahrscheinlich 11 Stunden aufsteigen, wenn ich beide geradet habe. Ich habe mich wie immer schon ausgerüstet mit 2 C4, ein paar Beilen, zweimal eine Schalldämpferwaffe. Und da denke ich, sollten wir eigentlich gut ausgerüstet sein. Wir packen erstmal das C4 rein und verschaffen uns mal einen kleinen Überblick. Okay, hier haben wir schon mal einen Geschützturm. Und wir haben eine sehr, sehr, sehr große Steinbasis. Ja, eine wirklich ziemlich große. Ich glaube, die ganze Karte ist jetzt damit eingenommen worden. Außer das Stück hier hinten. Da hätten wir noch eine Türe. Nee, also es ist die ganze Basis. Ich wusste gar nicht, dass man vor den Truck die beiden Dinger bauen kann. Das kann man, glaube ich, gar nicht. Das sind so wieder typisch diese Devs-Basen, die entwickelt haben. Ja, ich würde mal sagen, hauen wir mal hier unten was ran. Und da kommt schon die erste Horde. Ich hoffe mal, dass die M16 diesmal nicht so viele Fehlschüsse hatte, denn letztes Mal, als ich eine M16 mitgenommen hatte, hatte die unglaublich viele Fehlschüsse. Fängt ja schon mal gut an. Ja, diesmal geht's mit den Fehlschüssen, aber letztes Mal war das wirklich schon sehr schlimm. Gut, dann packen wir jetzt erstmal den ersten Loot, die erste Beute hier rein. Und nehmen uns mal wieder ein paar Glocks mit. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Schusswaffen, um ehrlich zu sein. Und ja, hier ist noch ein Waffenständer, der irgendwie kaputt ist. Ja, der Trick funktioniert immer noch, das ist schön. So kann man definitiv viel sparen, was die Haltbarkeit des Katanas betrifft. Ah, ein Baseballschläger. Okay. Säurebad ist schon fertig. Und ich habe einen Kalkstein aufgehoben. Okay, also es ist wirklich eine sehr große Basis, aber man sieht, es sind wirklich nur wenige Kisten hier, was das Ganze uns auch ein bisschen erleichtert. Hier unten haben wir so Rohstoffe höchstwahrscheinlich, wenn man sich die Werkbänke hier anschaut. Okay, wir haben hier noch, jetzt kriegen wir langsam Hunger. Wir haben hier noch eine blaue Kiste, Hundezwinger, wo wir irgendwie nicht mehr rein können. Seit diesem Update, seit letztem Update, wie auch immer. Und hier noch einen schönen Geschützturm, den wir auch sehr leicht... Na, schon wieder. Nee, diesmal waren es Pflanzenfaser. Ja, Choppergabel, Choppertank. Ich glaube, wir müssen hier unbedingt mal reinschauen. Okay, hier ist offen. Hier ist offen, warum auch immer. Wir haben uns die Kiste. Sehr schön.
ein bisschen was zum Ausrüsten, das kann man immer gut gebrauchen. Vor allem die SWAT-Rüstung, da kann man nochmal ein bisschen für den nächsten Raid vorsorgen. Und ich dachte eigentlich, dass hier die nächste Horde kommt. Müsste dann die letzte Horde sein. Eine Schnorchelmaske mal wieder. Wunderbar. Eine Schnorchelmaske diesmal dabei. Hatten schon lange keine mehr. Gucken wir mal, was in der Kiste hier noch drin ist. Also es ist zum Glück nicht. Oh mein Gott. Göttlich. Göttlich, Leute. Oh. Danke. Puh, das heißt, wir haben ja jetzt doch mal wieder Aussichten auf bester Freund. Endlich mal ein schöner Raid. Dafür lasse ich auch gerne mal ein paar Glocks hier. Wirklich sehr geil. Ja, mal gucken, wie sich denn die Uzi so macht in den Raids. Ja, wir nehmen mal lieber einen Verbandkasten. Also von der Haltbarkeit ist die Uzi definitiv sehr gut und wahrscheinlich auch die beste Waffe, was das angeht, aber von den Schüssen her nicht ganz so. Und oh mein Gott, Leute, das ist doch mal wieder richtig geil. Ein richtig geiles Bild. Ah, wunderbar. Dann beladen wir jetzt erstmal unseren Chopper, beziehungsweise tauschen, wenn eventuell was zu tauschen ist. Und dann war das definitiv ein guter Rache-Raid. Und mir fällt gerade auf, dass ich Hungersnöte habe und jetzt mal ein paar Proteine verdrücken werde, da ich sowieso nicht alle mitnehmen kann, wird das kein Problem sein. Hier mal ein bisschen. Ja, 100, 100, das passt. Das ist wirklich sehr, sehr geil, weil Truthähne zu farmen, das ist wirklich die beschissenste Aufgabe in LDOE, weil ich glaube, jeder weiß, wie schwer das ist, Truthähne zu farmen, speziell nur Truthähne. Geil. Ja, Lassen wir ein paar Glocks hier. Ich habe ja genug Glocks in meiner Basis, im Endeffekt. Da würde ich fast sagen, lasse ich lieber die M16 hier. Jetzt werden sich einige von euch fragen, warum ich denn die Truthähne mitnehme, wenn ich auch die Glocks mitnehmen kann. Liegt ganz einfach daran, weil ich finde, ich habe jetzt so viele Schusswaffen bekommen in den letzten Raids. Da denke ich mal, dass Truthähne, da ich die auch für den Hundezwinger brauche, da denke ich, dass Truthähne da auch mal ausnahmsweise einen höheren Wert haben als ein paar Glocks. So, Vince Let's Plays ist jetzt gerade auch online. Hat zumindest gerade geschrieben, da können wir ja mal zurückschreiben. Hallo. So, da haben wir hier noch ein paar Kisten. Oh, Leute. Ja, wenn jetzt hier noch eine schöne Kiste mit roten Tickets wäre. Oh, das wird ja immer besser. Diese Wärmesensoren, richtig, richtig gut für den Recycler, kann ich nur empfehlen. Falls ihr so eine Basis zum Raiden habt, nimmt die mit. Und ich werde mal schauen, dass ich die Kisten hier noch anreiße. Okay, dann schauen wir mal. Okay, nichts Besonderes. Eine Signalpistole. Oh Gott. Können wir mal kurz einen Sunny-Kasten nehmen? Also da kriegt man schon Panik. Ja, also ich gehe jetzt hier auch kein sinnloses Risiko ein. So, da packen wir hier die Beile einfach nochmal rein. Und nehmen dann hier die Truthähne mit.
So. Gibt mir die Truthähne. Und dann schnell raus hier. Der Puls steigt auf jeden Fall schon wieder unnormal bei The Big One. Ich glaube, jeder weiß, wie das ist, wenn man einen guten Stuff hat und dann kommt The Big One und man hat einfach so eine Panik, dass man stirbt. Und ja, puh. So viel dazu. War ein ausgesprochen sehr guter Raid. Kommt nicht alle Tage vor, so ein guter Raid. Und ja, natürlich hätte man jetzt das ein oder andere dann doch noch mitnehmen können. Aber ich denke, es ist eine sehr gute Ausbeute dafür, dass es ein Rache-Raid ist. Und dann schauen wir gleich mal, was uns dann der Player 6459 geben wird. Aber erstmal werden wir natürlich unseren Chopper schnell ausladen. Machst du mit Ton? Ja. Oh mein Gott, das war ja mal jetzt ein richtig geiler Raid. Einer meiner besten Raids, die ich jemals hatte. Außer jetzt die Raids mit den 27 Glocks und den 30 Glocks. Das hat er wirklich jetzt nochmal alles übertroffen. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie viel so ein Stack Truthahn an Nahrungsbedarf der Hunde deckt. Wie viel Zeit. So, schon traurig. 6 Stunden und 51 Minuten. Man muss mal überlegen. Ich habe hier gerade mal so wenig Hunde. 3, die hier auswachsen. Man braucht das 6 Stunden und 50 Minuten. Das ist wirklich... Ich kann es gar nicht beschreiben, was für eine... Wer sich diese Scheiße ausgedacht hat. Aber, ja, kann man nicht ändern. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Welpen noch mit... Damit sich das auch lohnt. Ich habe ja glücklicherweise hier noch einige Welpen in meiner Kiste, beziehungsweise in meinem Lager. Und falls die Kisten hier alle sind, habe ich hier auch nochmal ein bisschen was an Nachschub, falls das nicht sättigen sollte. Abonniert Vince Let's Plays. Mhm. Natürlich, wenn es hier weiterhin Eigenwerbungen gibt, dann werde ich hier... dann werde ich dich hier sperren, Vincent. So, ihr habt gerade gesehen, wir waren bei 5 Stunden, jetzt sind wir bei 11 Stunden. Und das heißt, dass die Truthähne nicht wirklich viel weniger machen. Aber trotz, dass ich mehr Hunde drin habe. So, im Recycler werde ich euch das Ganze gleich nochmal zeigen, wie viel ungefähr, beziehungsweise was ungefähr, der Recycler für die Wärmesensoren hergibt. Da ist schon gelegentlich mal ein paar Stahlbarren dabei, 5-6 Stück, zumindest bei mir. So, 23 Stunden, 45 Minuten, das ist eine gute Zeit. Das sind auch die anderen Welpen, die ich hier noch in meinem Lager hatte, die ich gerade eben aus der Kiste geholt habe. Dürften dann auch gesättigt sein. Erstmal würde ich gerne mein Stuff von dem Raid abladen. Was nicht sehr einfach ist, weil ihr seht, ich habe echt Platzmangel. Aber hier... Quatsch. Jetzt verliere ich sogar schon den Überblick, wo... Ah ja, hier. Hier können wir dann die Schnorchelmaske mit reinpacken. Da haben wir 3 Stück. Für schlechte Zeiten. Und dann zeige ich euch das Ganze mal... Also ihr seht hier ein Stack bzw. 20 Wärmesensoren, 89% Alubarren kann man auch immer gut gebrauchen, Stahlbarren sowieso und 5% Hightech-Komponenten. Ihr seht auch bei mir Level Max Elektronik, das heißt im Schnitt sind ungefähr, ja man kann sagen, schon 18 bis 20 Aluminiumbarren drin, Stahlbarren sind meistens so 2 bis 6. Und von den Hightech-Komponenten sind es 1 bis 3. Wenn ich mal gut bin, sind auch 5 drin. Das ist aber wirklich verdammt selten, dass ich dann wirklich so viel hier drin habe. Ja, und ihr seht hier, ich habe wieder mal Unmengen an Materialien. Und ich habe wirklich überhaupt keinen Platz mehr. Und ich hatte hier erst aufgeräumt. Und meine Waffen, die werde ich jetzt mal... nicht modifizieren, sondern schmeißt die jetzt erstmal hier unten rein. Hier ist ja zum Glück noch etwas Platz drinnen in der ehemaligen infizierten Kiste.
können wir noch die Uzi mitnehmen. Und Vincent hat schon wieder was geschrieben. Ich habe gerade für eine Golduhr und einen Goldbarren eine Schrotflinte gefunden. Du meinst bekommen vom Händler wahrscheinlich. Beziehungsweise bekommen. Sehr nice, wenn ihr die Erfahrung bekommt. Lasst mich kurz nachschauen, wie sie heißt. Kaufmann. Oben links seht ihr das. Der Händler bietet ihnen bessere Tauschgeschäfte an. Ist jetzt nicht so auffällig, aber ihr habt gerade gelesen, eine Golduhr und einen Goldbarren. Wenn ihr diese Erfahrung habt, verlangt der Händler nur noch eine Golduhr. Und deswegen macht sich der Rabatt bzw. die Erfahrung dann in der Hinsicht schon etwas spürbar. Und ja, jetzt müssen wir uns natürlich noch ein paar Beile zusammenwerkeln. Aber ich glaube, wir brauchen nicht so viele, da es eine Playerbasis ist und da habe ich sowieso nicht so die Motivation, die zu raten, außer das jetzt gerade eben. Das war natürlich jetzt wirklich richtig geil, dass das jetzt so einen großen Loot im Video ergeben hat. Okay, wir haben ja noch schön Truthähne für die nächste Ration für die Welpen. Die schmeißen wir jetzt einfach mal hier drüben rein. Und nehmen wieder unseren typischen Raider-Chopper. Und dann geht's auf in den nächsten Raid. Und ich hoffe einfach, dass der jetzt auch nochmal ordentlich was an Rohstoffen bzw. an allgemeinen Waffen und Loot hergeben wird. Und dann wollen wir uns einfach mal überraschen lassen, was wir jetzt Schönes bekommen. Und ja, übrigens für die, die es vielleicht interessiert, vielleicht auch nicht interessiert, dann wisst ihr es trotzdem. Ich bin derzeit am Arbeiten für ein Abonnenten-Special. Es ist ein besonderes Video. Dieses Format gibt es auf YouTube, soweit wie ich weiß, noch nicht bezüglich LDOE. Und ich denke, dass ich es jetzt die nächsten Tage fertig bekomme. Da wird dann ein Video hochgeladen. Und ich hoffe mal, dass das auch mal was anderes ist für euch, wo ihr auch mal was Neues seht auf meinem Kanal. Und ich wäre ja auch schön blöde, wenn ich das hier mit dem C4 wegsprenge. Und man sieht wieder die Eisenbeile von dem Chopper-Event, beziehungsweise, Quatsch, nicht Chopper-Event, von dem Raider-Event, was wir mal hatten, wo die Raider uns eine Basis zur Verfügung gestellt haben, gratis, zur Weihnachtszeit war das ungefähr. Da hatten wir im Endeffekt ja die 4 Beile bekommen und die habe ich einfach in der Inbox gelassen für solche Fälle wie jetzt. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt noch bekommen können. Ja, es ist wieder eine typische Playerbasis. Ich sehe schon, was das hier heute werden wird. Was das hier heute wird, sonst werden wird, wäre ja doppelt gemoppelt. Puh, immerhin eine Glock und Hammer, jawohl. Die brauche ich unbedingt für meine Modifikation. Okay, hoffen wir mal, dass hier noch irgendwo was Schönes drin ist. Bisschen Holz. Dann befüllen wir erst einmal unseren Chopper. Weil wir wollen ja hier auch so viel wie möglich mitnehmen. So, drinne. Und dann werde ich jetzt ausnahmsweise einfach noch das Eisenbeil aus der Inbox noch benutzen, um hier einen weiteren Raum freizuschalten. Sonst würde das echt langweilig sein, der zweite Raid. Wir schauen mal hier. Hier standen relativ viele Kisten. Ah, so viel zum Thema relativ viele Kisten. 2 Stück. So, hier haben wir nichts drin. Ein Stein. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich habe schon so viel in meiner Basis. Ah, das ist echt mies. 2 Verbandkästen brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Stein kann ich noch mitnehmen. Das
Ist ja mal richtig mies, Kief, ja ehrlich. Man erledigt die Aufgaben und kriegt dann so eine Basis vorgeworfen. Und dabei rede ich jetzt nicht von mir, dass ich so einen beschissenen Loot bekomme. Ich habe ja schon heute was Gutes bekommen. Dabei rede ich einfach von den Spielern, die nicht so gute Chancen haben, die Aufgaben zu lösen. Dann haben die das mal geschafft und kriegen dann sowas. Das ist echt mies. Ja, also das muss unbedingt noch überarbeitet werden, weil sonst gibt es da echt Schwierigkeiten. Schwierigkeiten im Sinne davon, dass die Spieler die Lust verlieren. Wir locken mal alle hier rüber. Okay, wir machen mal ein bisschen was frei. So, mal gucken. Wir haben hier noch eine Glock, Benzin. Okay, jetzt wird's schwer. Ja, jetzt passiert genauso etwas, was ich vermeiden wollte. Eieiei. Boah. Jetzt hat sie mir natürlich meine ganze SWAT-Rüstung weggefetzt. Danke, Kivir. Puh, da war jetzt noch ein bisschen was drin. Ja, könnte man sich noch holen. Ich lasse es jetzt aber lieber. Weil die Horde, man kann es ja schon Horde nennen, hat ja jetzt ordentlich auch Wurms. Und da ich keine Rüstung mehr habe, denke ich, kann man sich mit diesem Loot hier definitiv nicht zufrieden geben. Hier sollte natürlich jetzt nicht so sarkastisch klingen. Ja, man sieht, nicht gerade sehr besonders der Loot hier. Und das war dann im Endeffekt das Double Raid Video. Wir haben statt 11 nur 9 Tage. Aber dafür wieder volle Angriffszeit. Und ja, so viel zu dem Video. Ich werde jetzt noch schnell gucken, dass ich das ganze Zeug ausräume. Mach dann noch die Modifikation für den Schädelspalter. Startklar. Und danach, beziehungsweise jetzt gleich, ist das dann das mehr oder weniger Ende vom Video. Aber ja, natürlich. Und was wollen die Raider wieder? Die können von mir ein paar Beile haben, wenn die wollen. Das akzeptieren sie natürlich nicht. Ja, also gerade für die Anfänger, damit ihr Bescheid weißt, die Raider nehmen sehr, sehr gerne dicken Stoff, Leder, Aluminiumdrähte und für die Fortgeschrittenen nehmen die dann auch Luftfilter. Das ist auch relativ einfach, die zu besorgen, weil Luftfilter braucht man nur für das Säurebad, danach, soweit wie ich weiß, erstmal nie wieder. Deswegen gibt man die auch gerne her. So, wir haben die Modifikation fertig. Wir schauen hier uns mal an. Meine erste Modifikation für den Schädelspalter. Ja, sieht gut aus. Der mit dem Gasthang gefällt mir natürlich am meisten. Aber der ist definitiv auch sehr hilfreich. Gerade wenn man die hier noch nicht hat für den Chopper. Dann nimmt man einfach die. Das macht natürlich auch schon was aus. 50 und 0,6. Normal macht er 45, 0,7. Also Geschwindigkeit wird langsamer. Und dann komme ich jetzt auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat der Double Raid gefallen. Auch mal wieder was mit Stimme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ob mit oder ohne Stimme, entscheide ich dann spontan. Bis dahin. Ciao.